Ja, damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast dabei zu haben, Stefan Sillmann. Er ist nicht nur Erfolgsautor, sondern hat über 20 Jahre als Investmentbanker gearbeitet. Für verschiedene Investmentbanken war er da aktiv im Devisenhandel, im Zinshandel, hat er die institutionelle Welt gesehen in New York, in Amsterdam, in London und natürlich auch hier in Frankfurt. Und er ist mittlerweile seit über 15 Jahren als Coach am Markt. Und ich freue mich heute ganz besonders als Interviewpartner, den Stefan zu haben. Hallo Stefan. Hallo André, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre. Also Dankeschön. Ich freue mich, dass du dabei bist und richtig viel Mehrwert zu bieten hast. Du hast ja vor 5 Jahren das Buch geschrieben. Ich halte es hier nochmal hoch. Trader-Kompetenzen. Ich werde es auch unter dem Video natürlich nochmal verlinken. Tatsächlich gleich eine kleine Geschichte vorab. Das war das erste Buch, was ich mir jemals vorbestellt habe. Heute ist es ja gang und gäbe, dass man sich solche Bücher auch vorbestellt. Damals war es eine Neuheit und ich war quasi schon Leser, bevor es das Buch überhaupt gab. Ich konnte nicht durchblättern und nichts. War einfach so begeistert von dir und deiner Arbeit, dass ich da entsprechend auch gesagt habe, das Buch musst du haben. Und ich habe es zweimal gelesen und es ist wirklich absolut empfehlenswert. Und deswegen freue ich mich super, dass es heute klappt. Stefan, du Danke. hast 89 angefangen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor 31 Jahren, damals im Devisenhandel. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war die Zeit damals und was ist eigentlich Devisen- und Währungshandel dann damals gewesen und was ist es vielleicht heute? Okay. Wie war die Zeit? Am besten vergleiche ich es am besten damit, wenn du, kennst du den Film The Wolf of Wall Street? Natürlich. Das ist meine Zeit gewesen. Ja, also so haben wir gehandelt, so haben wir gearbeitet, so haben wir auch gefeiert. Nicht ganz so extrem. Wir haben keine Zwerge geworfen, sage ich immer. Aber das war so die Zeit, in der ich eingestiegen bin. Also viele Voice Broker noch eben auf dem Trading Floor gewesen. Das heißt, wir haben unseren Handelstisch gehabt und haben so kleine schwarze Bildschirme gehabt mit einer grünen Schrift, wo dann von Reuters irgendwelche Zahlen da standen. Aber die Kurse, die kamen eigentlich von den Voice Brokern über die Boxen. Und dann hat man fünf, sechs Boxen vor sich gehabt. Und jede Box hat einen anderen Broker repräsentiert, aus New York, aus London, aus Frankfurt, aus Düsseldorf. Und da gab es ja so ganz bekannte Broker auch damals, die man gekannt hat. Und ständig hat man Kurse zugerufen bekommen. Und man musste halt auch so ein bisschen sich reinhören und reinfühlen, was macht der Markt gerade. Und man hat das an den Stimmen der Broker gehört, dass jetzt was geht. Ja, ob die also ganz. Und damals hat man noch richtige Spreads zwischen Geld und Brief gehabt, ob die jetzt gesagt haben 25-30 oder wenn die gesagt haben 25-30 und dann wusste man, okay, jetzt könnte was sein, ja? Oder dann hat auch mal ein anderer Händler im Hintergrund was reingerufen, eine Order reingerufen, 30 bid in 50 und dann wusste man, okay, da ist jemand dabei, der jetzt groß kaufen möchte und hat so ein Gespür für den Markt bekommen und konnte sich dranhängen und konnte dann entsprechend agieren. Also das war, ich bin auf den Trading Floor in den Handelsraum das erste Mal reingekommen. Und ich wusste in dieser Sekunde, das ist meins. Ich wusste es. Das war so ein Kribbeln, das war so ein, wie so ein Bienenschwarm und dann immer so Stimmen gehört und dann schrie mal jemand und schrie mal einer den anderen an und dabei haben die sich nur Kurse zugerufen. Aber das war sofort, wow, ja, also atemberaubend, wie man so schön sagt. Das war der Trading Floor, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ja. Schön, wenn man da gleich so eine Begeisterung für seinen Job hat. Und wie bist du in den Beruf dann reingekommen? Also wie wurdest du dann 89 fortfolgende ausgebildet? Du warst ja dann ab 93 bei der Bank of America. Wie ging das da los? Weil du bist ja nicht als geborener Devisenhändler wahrscheinlich auf dem Flur gewesen, sondern du musstest ja die Nuancen lesen und du musstest dieses Gefühl, was du gerade schön beschrieben hast, das musstest du ja auch aufbauen. Wie ist dir das gelungen? Also unser Chefhändler, unser Global Head of Trading, der hat mich an die Hand genommen und hat mich neben den Dollar-Mark-Händler gesetzt und hat gesagt, so, jetzt schaust du dir mal ein paar Tage an, was der macht und wie der das macht und hörst mal hin und löcherst ihn mit Fragen. Und das habe ich einfach eine Zeit lang gemacht und nach einer Woche bin ich mit stolz geschwellter Brust zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich will jetzt selbst traden. Und dann hat mein Chef gesagt, okay, jetzt halt mal die Bälle flach, du machst mal ein paar Paper Trades. Dann sage ich, was sind Paper Trades? Und dann sagt er, naja, du schreibst mal auf, wann du kaufst und wann du verkaufst. Nimmst immer 1 Million US-Dollar und dann kaufst du und verkaufst und verkaufst und kaufst und machst und tust und dann sagst du mir abends, was du verdient hast. Und das habe ich gemacht, habe immer gehört, was die Kurse machen. Und dann habe ich geschrieben und ja, okay, jetzt kaufe ich und jetzt verkaufe ich. Und am Ende der ersten Woche hatte ich schon 5.000 Mark verdient. Und mein Chef hat gesagt, wow, also du scheinst ein Naturtalent zu sein, okay? Mach das noch eine Woche bitte. Und dann habe ich noch eine Woche lang gehandelt. Und nach der zweiten Woche, die ist nicht ganz so erfolgreich gewesen, da hatte ich 7.500 Mark
verdient auf meinem Zettel. Und dann hat er gesagt, weißt du was, also normalerweise dauert das immer so einen Monat, zwei Monate, bis unsere Jünglinge so die ersten Trades machen dürfen. Hier hast du 1 Million US-Dollar richtiges Geld. Du tradest jetzt. Du machst das jetzt. Ja, und dann saß ich da am Tisch und habe angefangen zu traden mit meiner 1 Million US-Dollar. Und nach am Ende der Woche kommt dann der Global Head of Trading und fragt Jürgen, wie ist denn deine Woche gewesen? Wie ist denn deine Woche gewesen? Und dann kommt er zu mir und alle haben so groß, ja, plus 20, plus 100, plus 50. Und der kleine Stefan damals, wirklich so klein dann, minus 5. Was? Minus 5. Aha, okay, aufgeschrieben, weitergegangen, ja. Nach der zweiten Woche hat er wiederum gefragt, da war der kleine Stefan dann bei minus 20. Minus 20. Und nach der dritten Woche bin ich zu ihm ins Büro gegangen und habe gesagt, Chef, Trading, das ist nichts für mich. Gar nicht. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Gott sei Dank, du bist einer von uns. Jetzt setze dich mal her und jetzt besprechen wir mal die Fehler, die du alle gemacht hast. Ich habe das alles mal mitgeschrieben, ich habe deine Zahlen aufgeschrieben, ich habe deine Trades aufgeschrieben, die analysieren wir jetzt. Wir gucken mal, was hast du eigentlich für ein Hit-Ratio gehabt, also für eine Trefferquote. Wie bist du mit Verlust-Trades umgegangen? Wie bist du mit Gewinn-Trades umgegangen? Was hast du laufen lassen und was nicht? Also so die ganz klassischen Fehler, die jeder macht, die habe ich natürlich auch gemacht. Und das war so für mich dann erstmal so, okay, alles klar. Es könnte dann doch sein, dass das was für mich ist. Und so war der Start in dieses Händlerleben. Dann habe ich 6 Monate lang assistiert, habe also nur unserem großen Dollar-Mark-Händler assistiert. Das heißt, ich habe die Klatte geschrieben, ich habe die Trades aufgeschrieben, ich habe den Durchschnittskurs errechnet, ich habe den Durchschnittsbetrag und wehe, ich hatte mich verrechnet. Das Wichtigste in diesen Zeiten war immer, der Chefhändler musste wissen, ist er long oder ist er short? Und wenn es mal richtig schnell hin und her gegangen ist, dann war ich dafür verantwortlich, dass er seine Position wusste. Er hat nur gefragt, wie viel und wo stehe ich? Und dann musste das Blitz auf Schlag kommen. Das heißt, ich habe so einen großen Taschenrechner gehabt, so einen alten, und auf dem habe ich rumgehämmert und immer meine Notizen gemacht, Durchschnittskurs und die Position, damit er wusste, wo er steht. So fing das an und das war absolut faszinierend. Das war, also es gab natürlich auch Tage, wo nichts gelaufen ist, wo wir keine irgendwelche Quiz-Sachen gemacht haben oder so. Das war auch normal. Aber das war wirklich so das Trading, so wie ich es kennengelernt habe, im institutionellen Bereich, damals sogar auch noch mit einer Telex-Maschine, einem Telex mit einer chinesischen Bank gehandelt. Da hat der Preis, die Preisquotierung dauert ja heute 1,5 Sekunden. Damals hat sie 2 Minuten gedauert, bis dann eine Antwort gekommen ist. Ja. Da war aber auch der Geldbriefspread so breit, also 2 Big Figures oder sowas. Spannende Anekdote, ja. Das ist wirklich eine spannende Zeit und wo ich sofort dran denken muss, Trader werden nicht geboren, Trader werden gemacht. Ja. Zeigt sich ja auch, wenn du über ein halbes Jahr dann eben nur assistierst, in Anführungszeichen, aber dann eben auch so eine große Verantwortung hat und der ein oder andere weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was Dollar-Mark hier ist. Also es gab mal eine Zeit vor dem Euro und da wurde auch tatsächlich schon Devisenhandel betrieben. Ja. Also super spannend. Und wie ging es dann mit dir weiter? Du hast gesagt, du hast ein halbes Jahr assistiert. Wie waren dann so die Schritte? Wann hattest du dein eigenes Buch? Wann hast du vielleicht auch mal mehrere Währungspaare gehabt? Ja. Ich meine, das muss man sich ja auch überlegen. Du warst quasi ein halbes Jahr nur für ein Währungspaar zuständig und dann eben auch nur als Assistenzhändler. Also heute undenkbar, wenn du heute eine Trading-Plattform aufmachst, gerade bei irgendeinem CFD-Broker, hast du ja 100 verschiedene Aktien, du hast 50 Indizes, 30 Rohstoffe, du kannst Bitcoin und Co. traden. Bei dir ging es ja damals wirklich sehr sauber los. Wie ging es dann weiter? Naja, ich habe nach dem halben Jahr ist dann ein Kollege in Urlaub gegangen und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht seine Währungspaare übernehmen möchte. Und das waren halt skandinavische Währungen und das war der Yen als eine der Hauptwährungen und den EQ damals, also der Vorreiter des Euro heute. Das waren dann so meine eigenen Währungen, meine eigenen Bücher, in denen habe ich dann entsprechend die Geschäfte gemacht, habe Kasse gehandelt, habe Kundengeschäfte abgedeckt, habe zum Fixing den ganz normalen Zahlungsverkehr abgewickelt, also wirklich so Brot- und Buttergeschäft damit gemacht. Und was mir damals schon aufgefallen ist, in den skandinavischen Währungen, da hatte ich immer ein ganz gutes Händchen gehabt, weil die auch nicht ganz so volatil gewesen sind. Im Yen habe ich immer auf die Fresse bekommen. Also das
Sorry, dass ich das so sage, aber das ist natürlich so unser Händlerjargon in irgendeiner Form. Beim Yen habe ich nie so wirklich ein gutes Händchen gehabt und das hat man dann auch irgendwann ein Einsehen mit mir gehabt und hat einen richtigen Yen-Händler eingestellt, der dann auch wirklich den ganzen Tag nichts anderes als Yen gehandelt hat. Also ich hatte so skandinavische Währungen und ich hatte immer noch so ein bisschen Assistenz-Dollar-Mark, ja, und nachher dann in EQ als Hauptwährung sozusagen, den man auch wirklich handeln konnte. Das war so der Einstieg dann so in die eigenen Bücher tatsächlich. Sehr spannend. Also bei mir war es auch Noki Stocki. Ich habe ja auch Forex Overlay gemacht für die Union damals. Ja. Und da ging es eben da auch erst mit den skandinavischen Währungen los, die ja dann auch irgendwie ein bisschen dichter an dem europäischen Markt sind. Ja. Und der Kollege musste immer Yen machen und der hat ganz schön geflucht, weil das wirklich ein ganz schön wildes Biest sein kann. Ja. Und du hast ja lange Karriere gemacht, hast bis 2006 im Investmentbanking gearbeitet, hast ja wirklich an ganz verschiedenen Standorten, auch mit ganz verschiedenen Teams gearbeitet. Du hast verschiedene Preise auch gewonnen für eure Dealing, was ihr gemacht habt. Habt ihr ja sicherlich auch große Bücher verwaltet. Also wir beide wissen, was ein Yard ist. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, es wurde regelmäßig bei euch gehandelt. Dann kam aber 2006 der Schritt in die Selbstständigkeit als Trainer, als Speaker, als Berater, als Coach. Und dann ist natürlich die große Frage, warum? Ja, warum verlässt du diese Welt, die dich so fasziniert hat, nach 16, 17 Jahren und gehst quasi nochmal einen ganz anderen Weg, weil ich weiß, wie die Sitten auf dem Handelsflur sind, ich weiß, wie es im Coaching und Training ist. Warum machst du sowas? Ja, warum dann dieser Wechsel und was haben auch deine Ex-Kollegen gesagt, weil das ja schon ein sehr mutiger Schritt auch gewesen ist? Absolut, absolut. Also zum einen, die Faszination war einfach nicht mehr da, die du jetzt gerade besprochen hast. Die elektronischen Handelsplattformen haben auch im institutionellen Bereich ihren Einzug gehalten. Das heißt, dieses Voice-Geschäft zwischen Kunden und Trader und Salesman und Trader und so, das ist gar nicht mehr so der Fall gewesen, sondern es wurden nur noch Knöpfchen gedrückt und die Spreads sind immer enger geworden, die Margen sind immer weniger geworden, auch auf der Sales-Seite mit den Kunden. Die waren immer besser auch informiert durch ihre Plattformen, die sie hatten. Und wir mussten dann wirklich auf dem letzten Pip, also im Devisenbereich auf der fünften oder sechsten Stelle hinterm Komma noch irgendwas raus squeezen, damit wir noch was verdienen konnten oder halt entsprechende Voluminas handeln, entsprechende Bretter handeln, damit da was rausgekommen ist. Insgesamt habe ich dann irgendwann gemerkt, dass der Aufwand, den ich dafür betreibe, um dieses Niveau zu halten, zu hoch geworden ist. Also ich habe zu viel Energie verwendet dafür, um damit dabei sein zu können. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich will nicht mehr dabei sein. Und die asiatische Lehre sagt, wenn der Schüler so weit ist, erscheint der Meister. Und irgendwann hat mich mal auf dem Trading Floor einer angesprochen und hat gesagt, du hast mal Lust, dich mit mir zu unterhalten. Ich merke, dass es dir nicht besonders gut geht. Ja, ich habe geschimpft, ich habe gejammert, ich habe geklagt, ich habe geflucht. Ich war einfach nicht mehr ich selbst gewesen. Und er hat das mitbekommen. Und dann hat sich halt im Nachhinein rausgestellt, er ist ein gelernter, ausgebildeter Coach, der sein Geld allerdings hauptsächlich noch auf dem Trading Floor verdient hat. Der hat bei uns die FX Forwards gemacht und hat dann angefangen, so nebenbei sich ein Coaching-Business aufzubauen. Und mit dem habe ich einen Abend zusammengesessen und der hat mir saublöde Fragen gestellt. Die haben richtig geschmerzt, die haben wehgetan, die haben mich in meinem tiefsten Innern berührt und die haben bei mir was ausgelöst. Und zwar so viel, dass mir klar geworden ist, okay, so wie es bisher ist, möchte ich es nicht mehr. Und ich habe so eine vage Ahnung davon gehabt, von dem, was will ich denn in Zukunft? Und da ich das so gut gefunden habe, wie der mich befragt hat, habe ich beschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, meinerseits. Habe Geld in die Hand genommen, habe Urlaub investiert und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht damals. Die ging über ein ganzes Jahr mit verschiedenen Modulen. Und nach dem ersten Modul Coaching-Ausbildung wusste ich, das ist es. Das ist der Ersatz für das, was ich da gemacht habe. Und ich wusste nicht, ob das erfolgreich wird. Erfolgreicher Devisenhändler, ich habe natürlich auch ein entsprechendes Einkommen gehabt, überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe gemerkt, dass mir dieses Einkommen und das Geld und alles, was damit zusammenhängt, dass mir das nicht mehr wichtig ist. Und ich habe dann einfach einen ganz großen Schritt gemacht und habe mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe meinem Chef gesagt, ich kündige. Ich habe meiner damaligen Frau gesagt, ich kündige und bin von Frankfurt nach Oberbayern gezogen. Also ich habe einmal komplett von vorne angefangen. Ich habe auch finanziell wieder bei Null angefangen. Ich habe alles hinter mir gelassen und habe gesagt, nee, das ist ein Leben gewesen und jetzt beginne ich ein neues Leben und das mit aller Konsequenz. Und dann bin ich dann Anfang 2006 in die Selbstständigkeit rein und habe gedacht, naja,
Coaching, das ist jetzt genau das Ding. Und dann merkt man, wenn man als Coach anfängt, Miete muss bezahlt werden, Unterhalt muss bezahlt werden, etc., Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort. Du hast keine Rücklagen, weil die hast du alle hinten gelassen. Du musst irgendwie Geld verdienen. Und dann kam ein Bekannter auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust und Interesse hätte, Seminare zu veranstalten über Zins- und Währungsmanagement, so im Corporate Finance-Bereich, also Firmenkundenbetreuer zu schulen und zu trainieren und so, damit die ein bisschen Gespür dafür bekommen, was da alles geht. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, auch fast 2 Jahre lang mit ihm zusammen, und zwar auf der ganzen Welt. Ich hatte den Vorteil, dass ich das auch auf Englisch machen konnte und war halt in Peking, in Shanghai, in ganz Osteuropa unterwegs. Überall habe ich Vorträge gehalten, habe ich Seminare gemacht, Trainings gemacht, Workshops gemacht und habe mir da so ein bisschen die Trainerhörner abgestoßen. Und habe mir da erstmal mein Geld verdient, habe aber immer weiter gecoacht. Also ich habe nach wie vor gecoacht und habe auch viele meiner Coaches aus dem Trainingsbusiness dann bekommen. Aber das Coaching war tatsächlich das, wo ich gesagt habe, das will ich für den Rest meines Lebens machen. Super spannender Werdegang und kann ich auch ein Stück weit gut verstehen. Ich habe ja auch die NLP-Ausbildung gemacht im Practitioner und im Master und da haben sich auch wirklich ganz viele Dinge in meinem Leben verändert. Auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, stellt euch mal vor, ihr seid 17 Jahre zu Hause Daytrader, weil das ist ja eigentlich das, was du gemacht hast, nur natürlich nochmal viel kompetitiver, viel krasser einfach noch, weil da kannst du nicht einfach mittags mal sagen, ich mache den Feierabend jetzt, sondern der Chef sagt halt, wenn nachmittags noch ein Ticket kommt, dann musst du halt auch liefern. Ja. Und ich glaube, wer das 17 Jahre mal so erfolgreich gemacht hat wie du mit den verschiedenen Preisen für die verschiedenen Investmentbanken, das ist durchaus auch normal, wenn man dann doch einen anderen Weg gehen möchte. Und dann hast du gesagt, du hast diese Trader-Karriere dann hinter dir gelassen, hast diese Coaching-Karriere angefangen, bist erstmal über das Thema auch Training eingestiegen. Und das ist ja auch was man im Markt vielleicht viel sieht, so dieser Unterschied zwischen Trainer und Coach. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz noch drauf eingehen? Du hast es eben mit diesen ekligen Fragen schon sehr schön umrissen. Mhm. Aber viele gehen ja irgendwie und denken, ja, das ist jetzt mein Coach. Und dabei trainiert er mich eigentlich. Ich meine, du hast die Erfahrung, was ist da der Unterschied? Also ich mache immer gerne so ein kleines Schaubild und erkläre das an einem Beispiel. Wir gehen immer in dem Business davon aus, es gibt einen Lehrer, es gibt einen Berater und es gibt einen Coach. Und der Lehrer sagt zu dir, du pass mal auf, ein Apfel und noch ein Apfel, das ergibt 2 Äpfel. Mhm. Das heißt, das ist eine reine Transformation von Wissen, eine Wissensvermittlung. Der Berater sagt, pass auf, du hast ein Apfel und noch ein Apfel. Aus meiner Erfahrung als Berater heraus würde ich dir empfehlen, einen Apfelkompott zu machen. Okay? Gibt einen Rat aus seiner Erfahrung heraus. Und der Coach sagt, Bro, jetzt hast du 2 Äpfel, was hast du denn vor? Wo willst du denn hin? Was willst du erreichen? Wie willst du die beiden Äpfel einsetzen, damit du deine Ziele erreichen kannst? Und das ist, glaube ich, so der markanteste Unterschied. Der Coach begleitet dich dabei, du gibst ihm vor, wo du hin möchtest und der Coach begleitet dich immer durch zielgerichtete Fragen. Ist das jetzt zielführend, was du machst? Was könntest du noch tun? Warum tust du das? Also immer so Fragen, die auch durchaus mal wehtun, führt er dich selbst auf den Weg. Bei dem Lehrer, dann kannst du immer sagen, naja, der Lehrer hat mir das nicht gezeigt. Ja, auch wenn er es vielleicht gesagt hat. Bei dem Berater gehst du zurück und sagst, ja, du hast mir ja den Rat gegeben. Also er kann die Verantwortung wieder abgeben. Aber beim Coach bleibt die Verantwortung immer beim Coachee. Und das ist der wesentlichste Unterschied dabei. Coachen heißt Fragen stellen und damit auch innerliche Veränderungen erzeugen. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Und hast ja auch viel nicht nur mit Institutionellen gearbeitet, sondern auch teilweise mit privaten Tradern. Bist ja auch sehr bekannt im deutschen Markt. Was sind vielleicht die 3 größten Fehler, die du bei deinen Klienten immer wieder findest? Und was sind vielleicht auch so die 3 Punkte, wo du sagst, Mensch, wenn du das machen würdest, würdest du deutlich vorankommen in dem, wie du am Markt agierst? Also für mich der allergrößte Fehler, den ich immer wieder feststelle, ist diese Erwartungshaltung an sich selbst und an den Markt. Also nach dem Motto, es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen Geld an den Märkten zu verdienen, mit Aktien oder was auch immer zu verdienen. Diese Erwartungshaltung an die eigene Leistungsfähigkeit, an die eigene Emotionalität. Ich habe das alles im Griff, ich habe das sicherlich alles im Griff. Die Erwartungshaltung für jeden einzelnen Trade, wenn ich den aufmache, da sage ich, ja, der muss ja gut gehen, der muss ja gut gehen, der muss, das kann doch nicht sein, das muss doch jetzt sein. Also Erwartungshaltung ist mal das Problem Nummer 1 und die damit einhergehende Selbstüberschätzung. Zweitens, Trader handeln ihre Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, die,
die spielt uns einen Streich immer dann, wenn der Verstand aussetzt. Und es ist halt nun mal so, wenn ich so einen Trade plane, dann mache ich das mit meinem Verstand. Und sobald ich in der Position drin bin, setzt der Verstand aus und die Emotion kommt hoch. Und dann handle ich meine Persönlichkeit. Und wenn ich nun eine sehr dominante Persönlichkeit bin, dann kann das sein, dass ich immer versuche, den Markt zu bekämpfen. Eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, dann bin ich sprunghaft und renne hin und her und sage, na, wenn das nicht geht, dann mache ich halt das. Also so ein Leitspruch wäre da, if you're in trouble, double. Ja, also das ist ja genauso der Spruch, den man dann da machen könnte. Und der Fehler, den man macht, ist, dass man dann einfach nicht einen Schritt zurückgeht und mal auf seine Persönlichkeit achtet, sondern einfach meint, man könnte jetzt so weitermachen. Ja, das ist so das Zweite. Und das Dritte, das geht da fast einher damit, dass wir schlicht und ergreifend weder einen Plan haben, noch eine Strategie haben, wie wir mal anfangen, wie wir weitermachen, wo wir hinwollen. Und das sind so die drei Grundfehler, die ich glaube, die jeder macht. Jetzt switcht man das 1:1 um. Man sagt mal, okay, womit sollte ich denn mal anfangen? Ich denke, machst du auch so ein persönlichkeitsdiagnostisches Verfahren, macht absolut Sinn, um sich selbst kennenzulernen und zu wissen, an welchem Punkt muss ich denn einhaken, damit ich meine Persönlichkeit im Griff habe. Das Zweite ist dann natürlich auch zu sagen, wie setze ich denn meine Erwartungshaltung zurück, ja? Indem ich mir einen Plan mache. Indem ich ganz klar strategisch das aufbaue und aufsetze, wie könnte mein Trading-Business oder wie auch immer aussehen. Ja? Und das Dritte, was jeder machen sollte, ist, ein Tagebuch zu führen. Mhm. Das ist das A und O, das sind die drei wichtigsten Sachen. Also wenn ich dran denke, wir haben ganze Schränke gefüllt auf dem Trading-Floor mit Tagebüchern. Wir haben alles mit der Hand reingeschrieben. Jeder Trade, der reingekommen ist, natürlich haben wir es auch eingegeben in die Systeme. Aber wir haben alles mit der Hand aufgeschrieben, jeden Anruf, jedes Telefonat und abends sind wir durchgegangen, haben abgehakt, habe ich gemacht. Es gab so, wie schnell das passieren kann. Du kriegst 10 Millionen von einem Euro-Dollar von einem Kunden angesagt, ja, und du handelst das und dann machst du weiter, weil der nächste schon kommt und du hast das Geschäft nicht eingegeben und dann brüllt irgendjemand und sagt, ey, wir haben eine Differenz und denkst, aha, ich habe eine Position, eine offene und die liegt hinten, weil du weißt, wie das ist, wenn man einen Fehler macht. Kostet Geld. Total spannend und das hat ja auch nichts jetzt mit den Märkten zu tun. Das kannst du für Aktien, Devisen, Rohstoffe genauso anwenden. Also ist ja sehr stark der Blick nach innen. Das finde ich bei dir eben auch so spannend. Und du hast ja diese Persönlichkeitsdiagnostik schon beschrieben. Du nutzt das PI-Verfahren. Mhm. Kannst du das mal ganz kurz beschreiben? Ja. PI-Verfahren ist ein von den Amerikanern in Mitte der 50er entwickeltes Verfahren. Also es gibt schon über 70 Jahre am Markt. Ist in über 80 Sprachen übersetzt. Das heißt, man kann das auch als Native Speaker irgendwo in einem Land machen. Und dieses PI-Verfahren ist das einzige offene Verfahren, das es gibt am kompletten Markt. Also die ganzen persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren, die ich bisher gekannt hatte oder auch kenne, sind alles geschlossene Verfahren. Also du kriegst eine Frage gestellt und musst dich zwischen vier möglichen Antworten entscheiden. Das Problem ist, dass manchmal kannst du eine Antwort geben, manchmal könntest du auch zwei geben und manchmal kannst du auch gar keine Antwort geben. Das heißt, du musst dich entscheiden für eine Aussage. Und da kommt etwas bei uns dazu, psychologisch, das nennen wir Wunschdenken. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, kreuzen wir das an, was wir uns eigentlich wünschen. Und das ist halt die Aussagekräftigkeit, die Aussagefähigkeit solcher geschlossener Verfahren wird von den Psychologen sehr stark angezweifelt. Und der PI, auf den bin ich damals gekommen, weil ich ein Verfahren gesucht habe, das Validitätsstudien vorweisen kann. Und das kann der PI, über 400. Und ich habe seit 2007 verwende ich den PI, also ziemlich am Anfang meiner Karriere auch als Coach. Und ich habe schon viele andere Verfahren mittlerweile gemacht und keines kommt dem PI nahe. Du hast das Ausfüllen dauert maximal 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Das heißt, du hast eine Auswahl von 76 Adjektiven auf einer Seite und du kriegst nur eine Frage gestellt. Und die Frage ist, was glauben Sie, wird von Ihnen in Ihrem beruflichen Umfeld erwartet?
Das ist sozusagen die Fremdeinschätzung. Und dann hast du diese Adjektive und das ist ein reines Reizreaktionsverfahren, weil die vor 70 Jahren festgestellt haben, jedes Adjektiv löst etwas bei uns aus. Und entweder es reizt, dann machen wir ein Häkchen rein, oder es reizt eben nicht, dann lassen wir es offen. Und je nachdem, ob du ein bisschen spontaner bist oder ein bisschen introvertierter bist, machst du auch eine gewisse Anzahl von Kreuzchen. Also auch die sagt was aus über die Anregbarkeit deiner Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel auf zwei Seiten, da kannst du also dann 144 Kreuze machen. Ich habe 105 gemacht. Ja, also das ist ein Hinweis auf ein sehr hohes Maß an Anregbarkeit. Das ist gefährlich in einem Aktien- oder Devisenmarkt, dieses hohe Maß an Anregbarkeit. Ich muss einen Weg finden, um mich zu disziplinieren. Ja? Und diese Trefferquote bei dem PI, die ist halt mittlerweile so hoch, dass das in der Industrie verwendet wird, in den Dienstleistungsgewerben, im medizinischen Bereich wird das eingesetzt. Es wird eingesetzt für Recruitment, für Führungskräfteentwicklung, für Mediation, für Moderation. Also alles, was man sich vorstellen kann, was mit der Persönlichkeit zu tun hat, da bietet das einfach die besten Aussagekräfte, auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass das Verfahren Nummer 1 weltweit ist. Also wird in über 100 Ländern der Welt eingesetzt. Klingt total spannend und ich freue mich auch schon drauf, den zusammen mit dir zu machen. Ich denke, für meine Trader-Community wird das ein super spannendes Thema werden. Hast ja auch zugesagt, dass du beim nächsten Community-Treffen am 13.12. als Referent auftrittst. Dafür schon mal großes Dankeschön. Sehr gerne. Meine Investoren und Trader, die werden sich da auch sicherlich freuen, von deinem Insider-Wissen noch mal ein bisschen mehr profitieren zu können. Nun hatten wir eine spannende Frage im Vorgespräch, das stelle ich immer so ganz gerne. So das eine Erlebnis vielleicht so aus deiner Karriere, auch gerne noch, wo du dann angestellt warst, wo du gesagt hast, Mensch, das war aber irgendwie krass, das ist so die eine Anekdote, die es sich lohnt, hier auf YouTube auch nochmal mit der Welt zu teilen. Also ich hatte dir ja gesagt, also eigentlich sind zwei Geschichten, die sehr spannend sind, weil die so zwei Gesichter zeigen. Die eine war, ich bin am letzten Handelstag des Jahres von einem Versicherungskonzern angerufen worden, der gesagt hat, pass auf, ich habe hier eine größere Position in dänischen Kronen, und die möchte ich gerne zum Jahresende schließen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viel ist denn das? Und da sagt er, 3,5 Milliarden. Da sage ich, was denn, dänische Kronen? Sagt er, nein, Euro. So, und am letzten Handelstag des Jahres 3,5 Milliarden Euro dänische Kronen zu handeln, also Euro-Copy zu handeln, das ist eine Herausforderung. Und dann haben wir halt miteinander uns unterhalten und ich habe gesagt, du musst mir da vertrauen, wenn ich es mit Getöse mache, also wenn ich rausgehe und die Position versuche zu schließen, schießt der Kurs durch die Decke und es ist einfach nicht mehr aufhaltbar und für dich wird es wahnsinnig teuer. Also gib mir Vertrauen, ich lasse es in den Markt reinfließen. Und dann habe ich wirklich fast 12 Stunden gebraucht, um diese Position glattzustellen. Ja, das war das eine, aber das war natürlich nochmal ein schöner Abschluss des Jahres. Und dann sagte mir, ja, und pass auf, und nächste Woche am ersten Handelstag im neuen Jahr, da komme ich und dann machen wir die Position wieder auf. Und ich hatte meiner Familie versprochen, dass wir in Urlaub fahren dann im neuen Jahr. Ich habe dann meine Familie vorgeschickt und bei so einem Trade fährt man natürlich nicht in Urlaub. Das ist auch so ein bisschen was, wie diese Denke damals gewesen ist. Und habe diesen Trade dann am ersten Tag des Jahres wieder aufgemacht. Also da haben uns dann auch die dänischen Banken ein bisschen verflucht, weil wir auf der einen Seite das Zeug rausgerissen haben, auf der anderen Seite dann wieder hingeschossen haben. War nicht so schön, aber es war für mich ein guter Start ins Jahr gewesen. Und die andere Geschichte, das ist eine sehr unangenehme Geschichte gewesen. Damals habe ich bei Bank of America gearbeitet und habe so eine Art Sales Trader gemacht. Das heißt, ich habe getradet, ich habe aber auch gleichzeitig Kunden betreut. Und ich hatte einen Kunden, einen großen Pharmakonzern, der rief mich an und wollte 350 Millionen Austral-Dollar handeln. Und das war halt bei uns so, dass ich den direkten Draht nach London auch hatte, zu unserem Head Office, europäischen Head Office, und habe also hier meinen Kunden gehabt und da das European Head Office und habe gefragt, ich brauche einen Preis jetzt in Euro-Aussie für 350 Millionen Aussie. Und dann hat er mir einen Preis genannt und er hat gesagt, okay, freibleibend, der Kunde hat das dann so gesagt. Und dann sagt er, wie bleiben Sie denn? Und dann habe ich ihn gefragt, how now? Dann hat er mir wieder einen Preis genannt, den habe ich ihm weitergegeben und dann hat er off gesagt und er gleichzeitig an dich gesagt. So, jetzt sagt der Händler in mir, natürlich ist das Geschäft gemacht
Und der Verstand sagt, wenn der aufsagt, hast du keinen Preis. Du hast jetzt eine 50-50-Chance, dass es gut oder schlecht ist. Was ich nicht wusste, ist, dass der nicht nur 350 Millionen Australdollar bei mir gehandelt hat, sondern noch 2 Milliarden 650 Millionen Australdollar woanders. Das heißt, der Kurs ist mir weggerutscht. Und ich habe eine Position gehabt von 350 Millionen Australdollar. Und das ging dann so eine Zeit. Ich habe dann gesehen, wie der Kurs gefallen ist. Okay, ich frage neu. Ich habe ihn fertig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich feuchte Hände bekomme. Dann habe ich gesagt, wow, du hast jetzt doch eine ziemlich große Position und du liegst gerade ziemlich weit hinten. Also irgendwann kam dann mein Chef, mein Global Head of Trading, zu mir und hat gesagt, du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Was ist denn los? Und da habe ich gesagt, naja, ich habe eine 350 Millionen Australdollar Position und der Markt rennt mir davon. Und dann guckt er mich an und sagt nichts weiter und sagt, schließen. Sofort. Und dann habe ich geschlossen und habe den Verlust mitgenommen. Das war ein richtig großer Verlust. Also das hat mich mehrere hunderttausend Euro gekostet. Und mein Chef hat mir dann gesagt, du weißt doch, wie es ist. The first cut is the cheapest. Da sage ich, ja, hättest du mal machen sollen. So, dann ist aber am Nachmittag, also Position war glatt, ich habe den Verlust geschluckt, alles gut. Und am Nachmittag ist der Kurs wieder gestiegen, weil er mittlerweile, der Kunde mittlerweile seine Position komplett geschlossen hatte. Und der Kurs wieder nach oben gekommen ist. Das heißt, wenn ich es wirklich ausgesessen hätte dürfen, wie ich es wollte, wäre ich nachmittags mit einem Profit rausgekommen und mit einem schönen Profit sogar. Aber so ist das halt manchmal. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch meinem Chef als Global Head of Trading dankbar, dass er für mich in dem Moment das Denken übernommen hat, weil ich war nicht mehr dazu in der Lage. Und vor allen Dingen auch die Entscheidung, ja. Also ich kenne das von uns damals, also wenn irgendein Kollege immer schon so da saß und das Thema Embodiment ist ja im Trading auch sehr wichtig, dann war die Ansage, egal was du hast, mach zumindest die Hälfte zu. Das ist dann immer der Kompromiss, den man als Fondsgesellschaft noch gut machen kann, weil das Sondervermögen ja unendlich tiefe Taschen hat. Ja. Wenn du dann irgendwie 500.000 oder 1 Million mit der P&L schief liegst, dann wird es halt irgendwann richtig bitter. Ja. Da muss ich am Ende ja auch dein Global Head of Trading, was eine unglaublich tolle Metapher auch für Privattrader ist, die ja auch viel in deinem Buch beschrieben wird. Ja. Wirklich das Thema sehr, sehr gut aufgreift. Total spannend. Du hast dich ja auch jetzt stärker wieder an das Thema Coaching mit reingegeben, auch für private Trader. Du hast jetzt ein ganz neues Projekt, wo du ein Workbook erstellt hast, über 150 Seiten stark. Du hattest mir das ja auch dankenswerterweise mal zugeschubt. Unglaublich cooler Content, super gut gemacht. Und da ist es sehr stark in dieser Selbstcoaching-Idee. Was bedeutet denn jetzt Selbstcoaching? Also wie soll ich mir selber die Fragen stellen, um besser an der Börse zu werden? Wie geht das? Naja, also der Grund ist der, mir ist irgendwann klar geworden, wenn man, also das soll nicht vermessen klingen, aber wenn man mich ein ganzes Jahr bucht, das kostet einfach Geld. Das kostet einen Haufen Geld. Und die meisten privaten Trader, die ich kennengelernt habe, die arbeiten einfach nicht mit 50, 100, 1000 Euro Kapital, sondern das sind vielleicht 5000 oder 2000 oder 3000 oder vielleicht auch mal 10.000 Euro Kapital. Und dann rechne ich einfach nach und überlege mir, naja, wie viel Geschäfte müssen die machen, damit die sich so ein Coaching, was wirklich, wovon ich ja überzeugt bin, was hilfreich ist, dass sie sich so ein Coaching leisten können. Also habe ich mir gedacht, es muss auch eine andere Möglichkeit geben. Es muss eine Möglichkeit geben, wie man sich selbst coachen kann. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man das richtige Material zur Hand hat. Und ich habe halt vor ein paar Jahren, als ich das Buch mit dem John O'Donnell zusammen geschrieben habe, habe ich mit ihm so einen Prozess in die Wege geleitet. Und den Prozess, den habe ich einfach wieder hergenommen, habe ihn noch ein bisschen spezialisiert, habe ihn mit meinen Coachings und meinen Coaching-Modellen, die ich in der normalen Praxis habe, befüllt und habe daraus dieses Selbstcoaching-Workbook gemacht, also dieses ganze Selbstcoaching-Programm. Und das gibt dir halt die Möglichkeit, das zu lesen, dir die Fragen zu stellen und die entsprechenden Antworten zu geben. Und aus diesen Antworten heraus gewinnst du Erkenntnisse, die dich zu einem nächsten Schritt führen. Das ist nichts anderes, wie wenn ich dir die entsprechenden Fragen stellen würde. Nur sind sie jetzt da drin und sie sind so konzipiert, dass du dich wirklich dir das Leben nebenhin legen kannst und kannst anfangen, mit diesem Business als Trader zu arbeiten. Aber du liest erst und lernst erst, bevor du etwas tust. Dann tust du etwas, reflektierst das, was du getan hast, mit Hilfe dieser Selbstcoaching-Broschüre und machst den nächsten Schritt. Das heißt, was ich damit bezwecken wollte, ist, diese Lernkurve steil nach oben zu bringen. Wir haben eine Auswertung gemacht mit Johns Trading Diary, wo wir ganz klar sehen können,
Je höher, je steiler die Lernkurve wird, desto geringer wird die Verlustquote. Also das schneidet sich wirklich irgendwann. Nur die meisten haben die Verlustquote so, also die geht sehr steil nach unten. Und mit diesem Lernprozess geht das halt nur sehr langsam. Und dann schneidet sich das so, dass du sogar dann wirklich auch profitabel arbeitest. Und was mir da auch sehr gut gefällt, ich habe da jetzt nicht alles lesen können in der Vorbereitung, aber doch einiges durchgescrollt. Du hast am Ende ja auch diesen praktischen Teil mit dieser 21-Tage-Challenge, dass es eben nicht nur darum geht, die Theorie zu lernen und die Kästchen dann auszufüllen und zu sagen, was meine Ziele sind und wie ich da hinkommen möchte, sondern du hast ja auch diese Challenge gemacht. Ich glaube, das ist ja auch besonders wichtig, dass die Menschen dann ins Tun kommen, oder? Genau, absolut, absolut, so ist es. Also du kennst das als Coach auch, es braucht immer 21 Tage, bis du dir so eine neue Gewohnheit aneignest. Warum? Wir können alte Gewohnheiten nicht einfach ablegen wie ein Hemd oder eine Hose und in den Schrank legen oder sonst irgendwas, sonst wären es keine Gewohnheiten, die haften an dir dran. Man sagt nicht umsonst, der älteste Klebstoff der Welt sind alte Gewohnheiten. Und du kannst aber eine alte Gewohnheit nur mit einer neuen Gewohnheit ersetzen. Und ich habe das zum Beispiel letztes Jahr bei mir persönlich gemacht. Ich habe Intervallfasten angefangen und ich habe mit einem 21-Tage-Programm angefangen. Und das war so erfolgreich, dass ich es dann 21 Wochen gemacht habe. Und jetzt mache ich es schon fast 21 Monate. Also ich habe über 20 Kilo abgenommen in der Spitze, ja, damit. Das heißt, irgendwas passiert bei dir im Kopf, dass dein Verhalten sich auf einmal komplett ändert. Und wenn das in solchen Sachen funktioniert, wie abnehmen oder aufhören zu rauchen oder mehr sich bewegen oder sonst irgendwas, dann kann und muss das auch mit Trading-Verhalten passieren, weil die Fehler, die wir machen, die passieren nicht, weil wir schlecht analysiert haben, sondern die Fehler, die wir machen und die Geldkosten, die passieren in dem Moment, wo unser Verstand aussetzt, wenn wir in einer Position drin sind. Und das kann man mit diesen neuen Gewohnheiten einfach sich besser aneignen. Da sprichst du mir aus der Seele und aus dem Bauch. Spannender Fun-Fact. Ich bin auch großer Anhänger von partiellen Fasten und da jetzt auch schon sehr diszipliniert seit vielen Wochen dabei. Aha. 21 Monate habe ich, glaube ich, noch nicht, aber bewege mich da auf einen guten Weg. Und vielleicht abschließend noch, so, ich meine, du hast ewig auf dem Handelsdesk gearbeitet oder beim Handelsdesk, das ist natürlich auch ein sehr spannendes Umfeld. Was war so der dümmste Spruch oder so die Weisheit, die du da gehört hast? Also wir hatten da so ganz tolle Sprüche, ich habe ja auch lange an der Börse mal gearbeitet, soll der Chef dich abends loben, kaufe unten, gebe oben. Was war so bei euch so der Spruch, wo du sagst, Mensch, der klingt mir immer noch so ein bisschen in den Ohren? Also das war der eine von meinem allerersten Chefhändler bei der BFG, der auch zu mir gesagt hat, du, Trading ist ganz einfach, unten kaufen, oben verkaufen. Ja? Das war so, ja genau. Aber das, was mir am meisten auch für mein weiteres Leben weitergeholfen hat, war der Chefhändler bei Bank of America gewesen. Der hat mich nämlich, kurz nachdem er angefangen hatte, hat er mich abends mal zu sich gerufen, hat mich so einen Arm um meine Schulter gelegt und hat gesagt, Stefan, ich sag dir jetzt was, das wirst du dir dein ganzes Leben merken. Und dann habe ich so gesagt, okay, alles klar. Und dann sagt er, pass auf, merk dir einfach mal, am Ende des Tages bist du immer Silman Incorporation. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, okay, und was heißt das jetzt genau? Und dann sagt er, naja, ich gebe dir ein Beispiel. Am Ende des Jahres, am Ende unseres Handelsjahres, werde ich dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, hast du deine Zahlen erfüllt? Und die zweite Frage wird sein, was hast du für das nächste Jahr vor? Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht über das alte Jahr sprechen und das analysieren? Dann habe ich gesagt, wozu? Erstens ist es vorbei. Zweitens ist es deine Verantwortung. Und das war so das, was mir wirklich sehr, sehr fest verankert geblieben ist für alles. Fürs ganz normale Leben, fürs Berufsleben, fürs Trading sowieso. Das, was vorbei ist, kannst du nicht mehr zurückholen. Und vielleicht ein Punkt noch, weil du vorhin gesagt hast, was sind so dumme Fehler, die man machen kann. Für mich einer der dümmsten Fehler ist, zu denken, ich müsste etwas zurückverdienen, was ich am Vortag verloren habe. Jeder Tag beginnt wieder bei Null. Und jeden Tag wachst du auf und du hast die Chance, wieder etwas Gutes, etwas richtig zu machen. Und zwar dann, wenn du aus dem Vortag gelernt hast. Und das ist diese Lehre, die ich mitgenommen habe und die ich auch gerne weitergebe, wo ich sage, am Ende des Tages bist du André Stacke Incorporation. Tolles Schlusswort, sagt Stefan Silman, Trader-Coach und wie er sich selber nennt, der Trader-Flüsterer. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist sein Buch zu lesen. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
werde euch unter dem Video auch entsprechend alles verlinken. Und der Stefan war so gut, er macht euch ein ganz spezielles Angebot. Wenn ihr das Buch haben wollt, schreibt ihm einfach eine kurze E-Mail, dann kriegt ihr ein Angebot und eine persönliche Widmung. Natürlich werde ich auch sein Selbstcoaching-Programm unter dem Video noch entsprechend verlinken. Tretet auf jeden Fall mit ihm in Kontakt. Er ist einer der führenden Coaches in dem Bereich. Er hat 20 Jahre bei den großen Investmentbanken gearbeitet, über 15 Jahre Coaching-Erfahrung. Ist ein unglaublich cooler Typ. Ich glaube, das ist hier in 40 Minuten sehr gut transportiert worden. Ich freue mich super, Stefan, mit dir mehr zu machen, dass du beim Community-Treffen mit dabei bist. Und wenn es der Community gefällt, gerne auch natürlich hier nochmal auf YouTube. Deswegen meine Bitte an euch, liebe YouTube-Community, wenn es euch gefallen hat, gerne die Daumen nach oben, gerne auch die Kommentare unter das Video. Und wenn ihr eben den Mehrwert hier erkennt von einem Devisenhändler mit über 20 Jahren Erfahrung, von einem ausgebildeten Coach mit nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch sehr viel Börsenerfahrung, dann seid so gut, kommentiert das und dann können wir gerne auch Teil 2 machen. Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit hast. Ich weiß ja auch, dass du sehr viel beschäftigt bist. War mega guter Content. Also ich habe in der Vorbereitung schon total viel gelernt. Ich habe durch das Video nochmal total viel gelernt. Ich bin super motiviert, jetzt das ganze Selbstcoaching durchzugehen, das PI-Verfahren mit dir auf jeden Fall zu machen und dich da maximal auch noch zu nutzen mit deiner Kompetenz und Erfahrung. Denn ich weiß, vieles von dem, was du beschrieben hast am Anfang und dann eben dieses Thema des Erfahrens ist extrem wichtig. Und es ist, wie du sagst, Trading bedeutet eigentlich nur keine Verluste machen, weil die Gewinne kommen dann von ganz alleine. Damit ein großes Dankeschön. Und hoffentlich bis bald hier aus Frankfurt. Vielen Dank auch an dich. Dankeschön, dass ich heute dabei sein durfte. Grüße an deine Community. Und ja, ich bin gerne bereit. Und wir zwei setzen uns zusammen und tauschen uns da auch weiterhin aus und machen auch was zusammen. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Perfekt.